Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser brandaktuellen Sondersendung. Ganz Deutschland redet darüber, das TV-Duell mit Höcke. Und nach diesem Duell gibt es nun eine regelrechte Eskalation. Die deutschen Medien toben, denn Höcke hat etwas geschafft, womit keiner gerechnet hätte. Und es gibt eine Sache, die wollen die Medien euch unbedingt verschweigen. Über die werden wir in der heutigen Analyse ganz deutlich und ungeschönt sprechen. Also bleibt unbedingt dran. Es wurde von vielen als das Duell des Jahres gesehen, aber es war von vornherein schon klar, dass dieses Duell nicht unbedingt unter fairen Vorzeichen stattfinden würde, aber dennoch ist es natürlich ein riesiger metapolitischer Sieg. Höcke war ja praktisch einer der am meisten ausgegrenzten Politiker Deutschlands und dass er nun wirklich zum TV-Duell kommen durfte, dass er überhaupt seine Position mehr öffentlich vertreten durfte, das ist wirklich schon ein Meilenstein, muss man ganz klar sagen, aber die Moderation, die war natürlich extrem unterirdisch. Um schon mal die Rahmenbedingungen vornherein nochmal für alle zusammenzufassen, es waren zwei Moderatoren, die beide mehr oder weniger erstmal den Anschein erwecken wollten, neutral zu sein, aber im Laufe der Diskussion dann wirklich sehr deutlich immer wieder Höcke sehr stark kritisiert oder hinterfragt haben. Bei seinen Kontrahenten Vogt von der CDU ist das Ganze, wenn überhaupt, nur marginal gewesen, wenn man hinterfragt wurde. Also man hat es kaum bemerkt, dass da überhaupt ein Hauch von Kritik dabei gewesen ist. Das waren schon mal die Rahmenbedingungen. Ich will aber auch sagen, dass es an sich sehr positiv zu sehen ist, dass Welt eben ein Forum für diese Debatte geboten hat. Man kann ja nicht immer nur kritisieren. Also das ist schon mal ein Fortschritt in der Medienlandschaft, wie das Ganze natürlich stattgefunden hat. Und auch die anschließende Diskussionsrunde danach, wo sich alle komplett einig waren, wie schlimm doch Höcke eigentlich gewesen sei. Das war natürlich wieder alles andere als schön. Das war nämlich überhaupt nicht neutral. Aber das nur um die Rahmenbedingungen eben in dieser Analyse schon am Anfang einzuordnen. Ich muss eine Sache sagen, die Reaktionen der Medien, die werden wir jetzt zusammen analysieren und die sind wirklich extrem lächerlich. Denn klar, man kann so ein Duell schon so sehen, dass man einen klaren Sieger erklärt, das werde ich übrigens auch tun, aber dass wirklich alle Medien ins gleiche Horn hier sozusagen einstoßen, das ist wirklich extrem peinlich. Ich blende hier ein paar ein, zum Beispiel eben NTV, wo es wieder darum geht, der rechtsextreme Höcke, der hätte so unfassbare Dinge gesagt oder zum Beispiel eben auch die FAZ, die geschrieben hat, Höcke, der hätte sich hiermit entzaubert und Vogt wäre eben der Sieger des Abends. Und so ging es eigentlich in einer Tour weiter. Und besonders negativ aufgefallen ist hier die Bild-Zeitung, Leute. Weil das ist wirklich eine wahre Eskalation, was hier gerade passiert, direkt eben nach diesem TV-Duell. Wir sehen, dass die Bild wirklich auf Teufel komm raus Vogt eben zum Sieger schreiben möchte. Zum Beispiel, er hätte eben Höcke in die Ecke gedrängt. Da frage ich mich, welches TV-Duell habt ihr eigentlich gesehen? Also so eine Szene gab es quasi nicht. Wenn überhaupt irgendjemand mal Höcke in die Ecke gedrängt hat, dann waren es die Moderatoren. Aber Vogt war wirklich eine sehr politisch blasse Erscheinung, um es mal so zu sagen. Und das irgendwie schön zu reden, das zeigt, eigentlich ist die Bild mittlerweile wirklich nur noch ein Wahlkampforgan in offizielles der CDU ist in meinen Augen. Aber das nur zur Einordnung. Die Bild hat auch munter so weitergemacht, hat eben ganz klar gegen Höcke geschossen, hat eben gemeint, Höcke hätte sich eben blamiert, hätte sich schlecht dargestellt und all das. Und das sind eben die medialen Reaktionen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, sicherlich ist keine Debatte perfekt, aber wie wenig haben diese medialen Reaktionen eigentlich mit der Realität zu tun, Leute? Diese Frage muss man sich wirklich deutlich mal stellen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist eure Meinung zu diesem TV-Duell? Wer ist der Sieger, Höcke oder Vogt? Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob sich eure Meinung zu Höcke eben nach diesem TV-Duell geändert hat. Denn ich muss eine Sache in dieser Analyse anmerken. Höcke ist ja wirklich eine sehr stark dämonisierte Person in den Medien. Und egal, wie man ihn finden mag, nach diesem TV-Duell muss ich persönlich objektiv anmerken, er ist auf keinen Fall das politische Monster, was man uns die ganze Zeit zu verkaufen versucht. Also es fängt schon damit an, der Mann hat eben Anstand und Stil. Also er weiß, wie man eine zivilisierte Debatte führt. Er hat sachliche Argumente. Er hat tatsächlich in der Sache argumentiert und eben nicht persönlich. Und was auch sehr wichtig anzumerken ist, er hat eben für all seine Ideen, egal ob man sie eben gut oder schlecht findet, auch immer Begründungen gebracht, also immer politische Argumente. Das heißt, wir streiten hier vor allem um Positionen, ob man politische Positionen mag oder eben nicht mag. Aber dieses Ganze, dass man Höcke an sich abspricht, Demokrat zu sein, das ist natürlich wirklich grundfalsch. Und nun, Leute, werde ich euch gleich etwas zeigen, das wollen euch alle Medien verschweigen, nämlich was Höcke eigentlich wirklich erreicht hat und warum Höcke wirklich der Sieger dieses Duells ist.
Doch bevor wir zur brisanten Erkenntnis kommen, warum tatsächlich Höcke nicht nur der Sieger ist, sondern was die Medien eben auch verschweigen wollen, was Höcke so Tolles mehr oder weniger geschafft hat, was aber die Medien euch nicht zeigen wollen, muss ich noch was ganz Persönliches, Wichtiges kurz ansprechen, Leute. Es ist jetzt wirklich die heiße Phase des Wahlkampfs und wir sehen ein ganz deutliches Problem, das habe ich gerade massiv und das haben auch andere, das sehe ich auch sehr deutlich, Reichweiten im Internet werden gerade massiv eingeschränkt und mir schreiben ganz viele Menschen, sie würden meine Videos nicht mehr angezeigt bekommen hier auf YouTube oder ihr Abo für diesen Kanal wäre plötzlich nicht mehr aktiv. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir zusammenhalten, Leute, und dass wir dafür sorgen, dass Videos wie diese hier wirklich gesehen werden, damit eben vor den wichtigen Wahlen auch Menschen kritische Inhalte sehen, aufgeklärt werden. Deswegen, was könnt ihr machen? Ganz einfach jetzt während des laufenden Videos diesen Kanal völlig kostenfrei abonnieren und völlig kostenfrei die Glocke abonnieren. Warum sollt ihr es jetzt machen? Also Glocke aktivieren, abonnieren. Ganz einfach, es kostet euch überhaupt nichts, aber ihr helft damit sehr, dass dieser Kanal weiter wachsen kann, dass diese Videos mehr gesehen werden. Und das sollte wirklich jeder einzeln machen, weil es euch, wie gesagt, nichts kostet. Was auch hilft, ist zum Beispiel Kommentare unter meinem Video schreiben. Das ist auch so, dass ihr dann die Videos mit höherer Wahrscheinlichkeit nächstes Mal wieder vorgeschlagen bekommt. Also danke an alle, die jetzt eben als neue Abonnenten dazukommen und mithelfen. Warum das so wichtig ist, das zeige ich euch jetzt. Und wir kommen zu einem Punkt, den euch die meisten Medien nicht zeigen werden. Denn die meisten Medien haben ja ganz klar eben gesagt, Vogt wäre der Gewinner. Ich werde euch jetzt wirklich beweisen, anhand von Fakten, warum Höcke der Sieger ist und warum sich kein einziger traut, es auszusprechen, dass Höcke gewonnen hat. Fangen wir an mit den Fakten. Tatsächlich kann man die Punktsiege von Höcke genau in drei wichtige Punkte unterteilen und die haben es in sich. Der erste Punkt, wenn ich hier auch ein, was Höcke eben selber noch online zu veröffentlicht hat, ist eben die inhaltlichen Richtigstellungen. Zum Beispiel eben wird ja der AfD mal vorgeworfen, sie wolle einseitig aus der EU austreten und Deutschland wirtschaftlich schaden. Höcke konnte das sehr elegant eben entkräften. Zum einen hat er gesagt, dass eben kein einseitiger EU-Austritt geplant ist, sondern eine generelle Reform der EU. Das heißt also, dass es eben sowas geben würde wie früher eben die EWG, dass man eben klar sehen kann, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Freihandel bleiben natürlich weiter bestehen, dass der Wohlstand Deutschlands eben nicht den Bach runtergeht. Aber sowas wie zum Beispiel irgendwelche EU-Klimaverordnungen, die uns wirtschaftlich nur schaden, sowas müsse eben weg. Da hat Höcke wirklich sehr klar Stellung bezogen und er hat auch eben widerlegt, dass der Brexit so schlimm für Großbritannien gewesen wäre, wie immer getan wird. Also auch selbst ein einseitiger EU-Ausstieg wird mehr dämonisiert in den Medien, als es eben tatsächlich der Fall wäre, das auch nur am Rande. Und dasselbe gelang ihm auch beim Thema Remigration, wo er wirklich ganz deutlich klarstellen konnte, dass es eben um die legale Abschiebung von Ausländern geht, die eben die Bundesrepublik Deutschland auch abschieben möchte, die diesem Land eben nicht nutzen, das soll alles legal erfolgen. Das, was ihm ganz unterstellt wurde, dass irgendwelche deutschen Staatsbürger abgeschoben werden sollten, dafür konnten eben weder die Moderatoren noch Vogt irgendwelche Beweise vorbringen. Also es blieb eine Diffamierung und er konnte diese Diffamierung auch wirklich sehr gut abstreiten bzw. ins Leere laufen lassen. Der zweite wichtige Punkt, neben den inhaltlichen Widerlegungen, ist eben klar, was Höcke da noch formuliert hat zum Thema Meinungsfreiheit. Denn wir wissen ja alle, Höcke wird gerade eben vor Gericht gestellt, wegen einer Äußerung in einer pro-deutschen Rede. Höcke konnte sehr deutlich aufzeigen, dass diese Äußerung auch schon in anderen Kontexten verwendet wurde, hat eben Beweise dafür gebracht, die auch keiner widerlegen kann, und dass eben diese Kontexte eben straffrei geblieben sind, man Höcke aber vor Gericht stellt, also diese Doppelmoral. Und da ist eben auch den Leuten nicht viel eingefallen als ein verzweifeltes, ja, dann schauen wir einfach mal, wie die Richter urteilen werden. Also aus dem Schönen, wir machen jetzt Höcke fertig, weil er angeblich böse Nazisprache verwenden würde, ist nichts geworden. Und der dritte wichtige Punkt und vielleicht der allerwichtigste, den stellen die Medien komplett falsch dar. Warum? Weil sie genau das euch verschweigen wollen, was eigentlich der große Sieg von Höcke ist. Die Bild hat nämlich geschrieben, tatsächlich würde Höcke die CDU anbetteln um Zusammenarbeit und um Koalitionen. Es ist aber genau andersrum. Höcke hat wirklich die CDU mit einem konkreten Vorschlag zum Ende dieses Duells komplett zerstört, nämlich eine Koalition bilden zu wollen mit der CDU, also AfD und CDU, für eine bürgerlich-konservative Wende. Und Höcke hat Folgendes formuliert. Er hat gesagt, wollt ihr weiter eine linksbunte Politik machen oder wollt ihr Teil der patriotischen Wende sein? Warum hat es die CDU so krass vernichtet? Es ist vollkommen offensichtlich, wieso, weil die CDU wirklich vor dem Problem steht, solange sie eine Koalition mit der AfD ausschließt, ist es ganz klar, sie kann immer nur mit linken Parteien koalieren, sie hat gar keine Chance, jemals wieder nicht linke Politik zu machen. Und das, Leute, sind drei Fakten, die jeder wissen sollte. Deswegen, teilt dieses Video überall, zeigt es euren Freunden, zeigt es allen Menschen, die ihr kennt, dass Höcke eben dieses Duell gewonnen hat, klar gewonnen hat, egal was die etablierten Medien eben dazu sagen.
Und man muss es als Fazit wirklich so deutlich formulieren, dass die Medien jetzt so eskalieren, dass man versucht, irgendwie Höcke als den großen Verlierer darzustellen und Vogt als den Sieger, obwohl kaum ein CDU-Mann jemals so blass gewesen ist, so unpatriotisch, so unkonservativ und so stark links angehaucht. Das hat einen einzigen Grund. Tatsächlich ist das Feedback für Höcke in den sozialen Medien überwältigend. Die großen Medien kapieren, dass egal wie sie es drehen, jeder, der irgendwie zwei Augen im Kopf hat und dieses Duell gesehen hat, und ich habe es ja auch vollständig angeguckt und live dazu auch getwittert, wie viele gesehen haben, muss ich wirklich sagen, jeder Einzelne muss da zum Fazit kommen, dass Höcke eben nicht der schlimme Mensch ist, als den man immer darstellt und dass er wirklich argumentieren kann. Das ist ein Faktum, was man nicht abstreiten kann. Ob man die Position mag, das ist politische Einstellungssache. Aber dass er eben die demokratische Streitkultur pflegen kann, das wurde hinreichend belegt und ich glaube, genau das ist es, was sie eben nicht wollen. Sie wollen nicht, dass wir überhaupt gute Argumente vorbringen können. Nein, sie wollen, dass generell nur linke Argumente zu hören sind. Deswegen sehe ich das Ganze auch als Meilenstein. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ich kann euch sagen, so wie sie Höcke bekämpfen, so wie sie die AfD bekämpfen, so bekämpfen sie ja wirklich jeden in diesem Land, der eine andere Meinung hat, müsst ihr immer wissen. Da geht es gar nicht irgendwie um die Person Höcke oder um die AfD. Da geht es wirklich generell darum, man darf nicht anders denken. Und dass es so ist, beweise ich euch jetzt am Beispiel von mir selbst. Denn tatsächlich ist es so, linke Aktivisten rufen zu nicht weniger auf, aktuell, wie ich auch einblende, dass man mich aus den sozialen Medien verjagen müsse, dass man mich wegbekommen müsse, also mundtot machen müsse. Und ganz wichtig, Leute, wie sieht es konkret aus? Diese Leute schreiben zum Beispiel massenhaft Hasskommentare auf meinen Seiten, um Psychoterror auszuüben. Es gibt auch einige linke Aktivisten, die wirklich konkrete Straftaten ausüben, zum Beispiel Straftaten, um mich finanziell zu schädigen. Und es ist in den letzten 5 Jahren andauernd passiert, Leute, dass linke Aktivisten angekündigt haben, mich angezeigt zu haben. Ich sage jetzt nochmal eine Sache, Leute, keine einzige Anzeige gegen mich war jemals erfolgreich, weil ich mich wehre, weil ich standhaft bleibe, weil ich eben sage, ich weiche keinen Millimeter zurück gegenüber dieses linken Terrors. Aber warum kann ich das, Leute? Ganz ehrliche Antwort, nur dank euch. Eine Frau hat zum Beispiel geschrieben, dass meine Freunde und meine Familie stolz auf mich sein können und dass sie meine journalistische Arbeit jetzt erst recht mit 10 Euro freiwillig finanziell fördern wird. Ich möchte wirklich jedem von ganzem Herzen danken, der meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr es tun könnt, blende ich euch hier im Video ein. Sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und jeder Einzelne, der meine Arbeit jetzt per Bankverbindung oder per PayPal unterstützt, macht sie weiterhin möglich, auch gegen diesen massiven linken Widerstand. Wie gesagt, ich habe keine Rundfunk-Milliarden hier hinter mir, ich habe keine Milliardäre, die meinen Kanal unterstützen. Ich zähle wirklich auf euch und ich bin jedem dankbar, dass sich jetzt dazu entscheidet, meine Arbeit zu fördern. Nur dank euch kann dieser Kanal hier weiter bestehen. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur dann sehen wir uns auch zum nächsten Video unzensiert wieder, Leute. Bis dann und ciao.